5.500 Meter, aber Uli, du kannst ruhig noch was sagen, jetzt liegt Zeit haben wir, ihr müsst nur von der Bahn. Gut, ich halte da auf dem Laufband, wann ihr die Bahn verlassen müsst. Jetzt gibt es Siegerfotos und ich finde ein richtig, richtig Siegerfotos und ich finde ein richtig großer Applaus von der Bühne und trotzdem die Bahn. Stopp. Jawohl, Papa, auf geht's, da schön drin sein. Ja? Nach dieser Siege für diese tolle Zeit, die sehen wir dann nochmal im zweiten Lauf und jetzt feuern wir wieder die Läufer an. Über 1000 Meter, der vierte und letzte Lauf im männlichen Bereich mit der 338. Philipp Meyer aus Kingshausen vorne, vor Moritz Stürer, Durchgang 1.08, 1.07, 1.08. Also ihr könnt alle so Zeiten laufen, ab 2.48 bis über 3 Minuten. Der Start war halt echt krass, so. Aber hat er aufgelöst. Jetzt zur Sache hier auf den letzten 300 Meter. Jetzt könnt ihr nochmal Gas geben, auch als Zuschauer mit der 367 Moritz Stör. Und Moritz Stör jetzt bei 800 Meter in 2.14. Also unter 2.50 kann er laufen. Einfach nach vorne schauen, da kommt keiner. Komm Moritz, hopp! Ja, da kann ich nicht dran, ja genau. Und hier Klaus Kapitza. Vor allem Ostrausen. Vorhin schon bei den 3000 Metern aktiv. Und am Ende Moritz Stör. Wie gewinnt das Ganze? 2.29.21. Jetzt haben wir 2.54. 2 Minuten 57 und auch noch 103 Minuten mehr seht ihr drüben. Und alle anderen dann gleich über 3 Minuten. Ein Lauf haben wir.